Wir stellen euch heute die Uni Success vor, die Berufsmesse der Universität Wien. Sie findet dieses Jahr zum 7. Mal statt, wie jedes Jahr im Innenhof der Universität Wien. Wer sich vorstellt, was man erfahren kann, welche Infos man bekommt, schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir sind hier vom Kickerliner International und sind eben hier auf der Messe, weil wir wissen, dass wir hier einen sehr großen Teil der Studenten von Wien und eben auch von ganz Österreich erreichen können. Haben momentan drei Trainierprogramme, wo wir eben laufend Positionen suchen, wobei eben unser Fokus momentan auf dem Vertriebstrainierprogramm liegt, weil wir eben auch einige Filialen hier in Wien haben und da vielleicht potenziell gute Kandidaten finden, die dann eben in naher Zukunft bei uns als Trainees anfangen können. Also die Webster University ist eine amerikanische Universität mit einer Niederlassung in Wien, ist eine der ältesten amerikanischen Liberal Arts Universities, das heißt, das ist auch das Spektrum, in dem wir Fachbereiche anbieten. Das Besondere, würde ich sagen, ist, dass wir eine amerikanische und österreichische Abschluss bekommt. Das heißt, man hat dann am Ende, ja genau, das heißt, man hat eine internationale Urkunde, einen internationalen Universitätsabschluss und einen österreichischen. Das heißt, die, die auf dieses österreichische bestehen, sind natürlich sehr froh, dass sie das haben. Und mit einem amerikanischen Schul- oder Uni-Abschluss ist man im Rest der Welt auch sehr gern gesehen. Das sind eigentlich auch die häufigsten Fragen, die an uns gestellt werden. Also zum Beispiel, kann ich nach dem Bachelorstudium dann, wenn ich mich bis dahin profiliert habe, kann ich dann nach Harvard gehen oder eben auf eine der ganz tollen großen Unis? Und auch da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also erstens, dass sowohl Kandidaten von dort zu Webster Wien oder zu anderen Campusen auch in Europa kommen, als auch, dass die guten Studenten, ich meine, es sind überall nur die guten, dass die guten Studenten natürlich auch von der Webster Wien die Möglichkeit haben, eigentlich bei allen sehr guten internationalen Universitäten angenommen zu werden. Frau Höhn, grüß Gott. Sie sind von der Donau-Uni Krems. Möchten Sie uns kurz Ihr Studienangebot und die Uni vorstellen? Die Donau-Universität Krems existiert mittlerweile seit über 15 Jahren, haben letztes Jahr 15-jähriges Jubiläum gefeiert und sind die einzige europäische reine Weiterbildungsuniversität, die es gibt. Das heißt, wir bieten Universitätslehrgänge an, akademische Weiterbildung, kein Grundstudium. Das heißt, bei uns macht man auch Masterlehrgänge. Vorteil ist sicher auch der Standort. Wir sind in Krems. Man kann sich rausnehmen aus dem Berufsalltag, ein bisschen entschleunigen. Es kann sich auf die Gruppen einlassen, auf den Unterricht. Und von daher, denke ich mal, ein angenehmes Studieren.